Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast war 8 Jahre lang deutscher Umweltminister und anschließend 8 Jahre als Leiter des UN-Umweltprogramms in Nairobi, der ranghöchste Deutsche bei den Vereinten Nationen. Als Streiter für den Klimaschutz kämpft er nicht gegen, sondern für Windmühlen. Herzlich willkommen, Klaus Töpfer. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herr Töpfer, Sie fliegen rund um die Welt, um das Klima zu retten. Ist das nicht ein Widerspruch? Also Sie pusten Klimagase in die Atmosphäre, um das Klima zu retten. Macht Ihnen das ein schlechtes Gewissen? Zunächst mal ist es wirklich auch ein Widerspruch. Es ist in der Tat so, dass wir uns fast diskussionslos daran gewöhnt haben, dass wir zu dieser Konferenz und jener müssen. Man denkt allerdings auch jetzt um. Wir haben hervorragende Möglichkeiten der Videokonferenztechnologien, wo wir nicht mehr uns physisch bewegen müssen, aber doch zusammenkommen können. Aber dieses Nachdenken kommt ein bisschen spät. Man hätte es mehr machen können, mehr machen müssen. Auf der anderen Seite, ich war mitten in Afrika zu Hause. Und da kommt man nicht so schnell hin. Wenn man die Menschen dann also sehen muss, mit ihnen sprechen muss, dann muss man selbst reisen. Also man hat sehr, sehr viel auf diesem Schuldkonto angehäuft und bemüht sich jetzt, das langsam wieder abzutragen. Wir Deutschen hatten ja vor 30 Jahren die erste grüne Partei weltweit. Sind wir immer noch nach Ihrer Wahrnehmung die Weltmeister im Umweltschutz? Man muss das ja auch ein bisschen wieder erläutern. Woher kommt denn das? Das kommt dahin, dass wir Deutschland in der Mitte eines Kontinents ist, der sich als erster wirklich intensiv industrialisiert hat. Bei uns waren die Luftbelastung, die Gewässerbelastung massiv. Willy Brandt hat in den 60er Jahren gesagt, er will den blauen Himmel über der Ruhr wiedersehen. Muss man sich ja klar machen, heute wollen die Chinesen den blauen Himmel über der Ruhr wieder sehen. Wenn du also in einem dicht besiedelten Industriegebiet lebst, dann wirst du wirklich drauf gestoßen. Die Menschen mussten bewusster werden und sind es geworden. Und daraus hat sich diese Tradition weitergebracht, mit Blick auf die Abfallberge, die wir hatten, die vielen ungeordneten Deponien. Wir haben also an jeder Ecke und Kante die Herausforderung gehabt, so geht's nicht weiter. Wir können den hohen Preis für wirtschaftliche Entwicklung nicht zahlen, dass wir unsere Umwelt kaputt machen, die Natur zerstören, dass wir unsere sozialen Beziehungen in Frage stellen, deswegen Gewerkschaftsentwicklung dieser Zeit. Alles dies ist sehr parallel und sehr verständlich. Dies ist auch heute noch sicherlich eine der entscheidenden Voraussetzungen, dass wir sehr viele Menschen haben, die sich ernst Gedanken machen, wie können sie ihren Lebensstil ändern, wie können sie dazu beitragen, dass wir nicht massenhaft wie die Lemminge in eine Zukunft hineinlaufen, indem wir den Ast absägen, auf dem wir selbst sitzen. Ja, Klaus Töpfer, als Sie Umweltminister waren, da waren Sie in der konservativen CDU ja noch ein bisschen allein, oder? Ja, das war sicherlich eine Umbruchssituation. Man muss sich auch da erinnern, der entscheidende Auslöser, dass damals dieses Umweltministerium gegründet wurde, war Tschernobyl. 1986. Das war 1986. Wir wurden auf einmal brutal darauf aufmerksam gemacht, welche Konsequenzen mit der nicht verantwortlichen Nutzung von Technologien verbunden sein können und dass man damit wirklich sich auch vorsorgend auseinandersetzen muss. Aber das, was wir heute in der Breite als Umweltpolitik verstehen, war damals noch nicht entwickelt. Damals war die Atomkraft böse. Gerade die Deutschen haben große Angst entwickelt. Heute wird darüber diskutiert, die Laufzeit der Kraftwerke zu verlängern, um das Klima zu schützen. Ist das nicht eine Rückkehr eigentlich in alte Positionen? Ich glaube nicht, dass das eine allein deutsche Situation war. Erinnern wir uns daran, dass auch die Amerikaner damals beschlossen haben, keine neuen Kernkraftwerke mehr zu bauen. Dass wir in vielen anderen Ländern, denken Sie an Schweden, genau solche Entscheidungen gehabt haben. Es ist also durchaus die Notwendigkeit gesehen worden und wird ja heute auch noch gesehen, diese Technik nicht mehr notwendig werden zu lassen, andere Techniken zu entwickeln. Ich habe am ersten Tag meiner Ernennung als Bundesumweltminister damals gesagt, und es ist in einer überregionalen Zeitung glücklicherweise als Aufmacher gedruckt worden, sodass man es jetzt noch als Belegstück hat, wir müssen eine Zukunft ohne Kernenergie erfinden. Der Meinung bin ich, der Meinung bleibe ich. Wir haben vielleicht zu wenig getan, um diese Erfindung der kernenergiefreien Zeit besser voranzutreiben. Jetzt sind wir dabei. Auch die neue Bundesregierung sagt, Kernenergie ist nur Brückentechnologie, muss also zu Ende gebracht werden. Meine Erwartung ist, wer von einer Brückentechnologie spricht,
wird alles dran setzen, uns bald möglichst klar zu machen, wo der Pfeiler denn ist, wo diese Brücke endet, wie er gebaut wird, welche Bausteine dazu noch kommen. Wenn das der Fall ist, dann kriegen wir ein insgesamt schlüssiges energiepolitisches Konzept, das nicht nur für Deutschland bedeutsam sein kann, sondern das darüber eine Auswirkung haben muss. Sie waren erfolgreicher Umweltminister, populärer Umweltminister. Warum mussten Sie Ihr Ministerium verlassen? Ja, also zur einen Seite, wenn du über 7 Jahre in einem Ministerium bist, gibt es vielleicht allein daraus schon gute Gründe, dass man das mal wechselt. Der Bundeskanzler Helmut Kohl damals war halt der Meinung, das sei genug. Sie waren ihm ein bisschen zu populär geworden, oder? Das sagen die einen. Die anderen sagen, er hatte Vorsorgen für Töpfer dafür gesorgt, dass er hier was anders machen soll. Wie sowas verklärt sich das oder verdüstert sich das dann später ohne dies? Für mich war das eine großartige Chance. Das habe ich damals gar nicht so gesehen. Denn dann verantwortlich zu werden für den Umzug von Bonn nach Berlin und für den Ausgleich in Bonn, das war eine tolle Sache. Wurde natürlich auch etwas von der historischen Dimension mitentwickeln konnte, die das Geschehen der damaligen Zeit, dieser Fall der Mauer, diese Überwindung der Bipolarität in der Welt mit sich gebracht hat. Und wo wir auch zeigen konnten, dass das, was man umweltbezogen gemacht hat, Recycling, Wiederverwendung, konkret angewendet werden kann. Sie haben auch dafür gesorgt, dass das klimaschonend umgezogen wurde. Wir haben sehr intensiv, wir haben einen Klimabeauftragten damals oder einen Energiebeauftragten besser gesagt, eingesetzt, der für jede Baumaßnahme sich die Frage stellen lassen musste, wie können wir dort die Energiesituation optimal gestalten. Gehen Sie heute den ja von Sir Norman Foster grenzend umgebauten oder gebauten Reichstag im Bundestag, dann werden Sie sehen, dass dort ein sehr schlüssiges Energiekonzept mitgemacht wird, gewacht worden ist, wo wir solche Dinge wie Wärmeaustausch und Ähnliches mitgenutzt haben. Sie finden das eigentlich in jedem dieser Bauten. Und die Tatsache, dass wir alte, traditionelle Bauten wieder belebt haben, dass wir sie wiederverwertet, recycelt haben, bringt gleichzeitig die historische Dimension einer geschichtlichen Entwicklung in Deutschland und Berlin mit zum Tragen. Ich glaube, das ist sehr gut angenommen worden bis zum heutigen Tag. Bewusst oder unbewusst, die Menschen merken, das ist dann auch wirklich Urbanität. Das ist eine wirklich gewachsene Stadt und nicht eine Kunststadt, die dann entstanden ist, als man auf einmal diese historische Situation erleben durfte und sie eigentlich nur modern beantwortete. Überall qualmt es, in China, in Indien, auch in Amerika, in Russland und in Europa. Ist das Klima noch zu retten? Ja, es ist keine Frage mehr, dass wir sagen, es ist nicht zu retten. Dann lass uns mal so weiterlaufen. Was da auf dem Spiel steht, ist ja ein bisschen mehr als eine zusammengebrochene Bank. Und deswegen müssen wir jeden Tag uns dessen bewusst sein und entsprechend handeln als jeder Einzelne. Und wir müssen als Leser zum Beispiel, habe neulich im Spiegel gelesen, seit 10 Jahren hat sich die Erderwärmung praktisch, also war stabil. Und eine Woche später lese ich, in 10 Jahren geht alles, geht die Welt unter. Was stimmt? Also eins ist ganz sicherlich nachvollziehbar. Es gibt in menschlichen Bereichen nie eine einstimmige Meinung. Es gibt immer Menschen, die das anders bewerten, die andere Ursachen daran ziehen. Das ist auch nicht zu beklagen. Das ist Wissenschaft, das ist eine offene Gesellschaft. Und deswegen werden Sie immer so Unterschiedliches lesen können. Wir wissen nur, es ist einmalig fast für ein solches Problem eine weltweite Zusammenarbeit der Wissenschaft möglich geworden. In diesem Klimarat der Vereinten Nationen, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, wo ein offener, transparenter Prozess die Wissenschaft zusammenbringt, um die Argumente, die wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzufügen, die uns fragen lassen, warum ist es so, dass wir regional deutliche Erwärmungen haben? Gehen Sie bitte in die Arktik. Ich bin natürlich auch da gewesen in meiner UN-Funktion. Sie sehen, dass sich das dort schon massiv niederschlägt. Wir werden demnächst mit den Schiffen über die Polregion fahren können. Das war völlig undenkbar. Das Eis schmilzt. Es ist nicht eine Prognose, sondern das können Sie messen. Die Gletscher können Sie genauso in Ihrem Rückgang messen. Alles das sind ja nicht Spekulationen, das sind Tatsachen. Und hinzu kommt, wir gehen in eine Welt mit 9 Milliarden Menschen hinein. Die wollen alle ein menschenwürdiges Leben haben. Dafür brauchen sie Auto, die wollen Kühlschrank, die wollen heizen. Klar. Dafür brauchen sie Energie. Ja.
Wenn Sie kann der Weltklimagipfel in Kopenhagen daran irgendwas ändern? Glauben Sie an solche Veranstaltungen oder ist das eher Symbolpolitik? Nein, in diesem Zusammenhang sage ich ungern das Wort Glauben. Dieser Gipfel muss wesentliche Entscheidungen treffen und er wird sie treffen, weil die eigene Befindlichkeit der Staaten das erforderlich macht. Ich bin viel in China. Natürlich wissen die Chinesen, dieser Klimawandel schadet ihnen massiv. China ist ein Land, das etwa 22% der Weltbevölkerung hat und nur etwa 6% des dargebotenen Wassers in dieser Welt. Jetzt gehen Sie mal hin und lassen Sie die Gletscher schmelzen. Das sind die Wassertürme der Natur. Die Auswirkungen auf China sind dramatisch. Was meinen Sie, Klaus Töpfer, diese Leuchtkugel, die da rumschwingt, ist das, wird das die Leute faszinieren da in Shanghai? Ich glaube schon, das ist eine tolle Idee. Man freut sich darüber, dass so etwas. Sie haben es auch noch nicht gesehen, ne? Also die Bilder waren für Sie auch neu. Ich habe die selbst noch nicht gesehen, die waren wirklich neu für mich. Ich bin viel in Shanghai, das ist richtig. Bin jetzt Ehrenbürger von Shanghai geworden und bin natürlich auch auf der Baustelle dort. Was machen Sie da konkret? Gucken Sie, ob die Wasserhähne auch wassersparend eingestellt sind? Wir machen oder? Das weniger im Zusammenhang nur mit der Expo. Die Expo, die ja den Titel hat Better City, Better Life, ist eine insgesamt sehr breit aufgestellte Aktivität, wo man auch, aber nicht zentral mit beraten hat. Aber Shanghai selbst ist eine Stadt mit 17, 18, 19 Millionen Einwohnern. Unvorstellbar, ne? Für und dies zu organisieren, nur ein Beispiel, was natürlich eine große Bedeutung hat. Wie versorgt man diese Zahl von Menschen mit Wasser? Der Wasserverbrauch in Shanghai gegenwärtig pro Kopf ist fast 200 Liter. Bei uns liegt er bei 100 Litern. Sie können sich vorstellen, dass man sich in der Stadtverwaltung massiv Gedanken über macht. Shanghai, der Shanghaier Bürger braucht doppelt so viel wie der Deutsche. Da hat viele Gründe dafür. Ja. Das fängt von dem Wasserpreis an und endet bei den technischen Einrichtungen, die eben nicht immer so sind, wie sie sein sollten. Hat mit Wasserdruck zu tun, viele technische Dinge. Aber dass man sich fragt, kann das so weitergehen? Wie können wir das reduzieren? Wie können wir also technische und verhaltensmäßige Veränderungen heranziehen, um eben in eine Richtung zu kommen von den 100 Litern, die wir haben. Solche Fragen beschäftigen uns sehr. Außerdem bin ich da an der Tongji-Universität tätig und wir bilden, die etwas älteren Studenten weiter aus, nicht nur aus China, sondern auch solche, die von der ganzen Welt dahin kommen. Ist es auch so, dass in China der deutsche Umweltminister jetzt als besonders zuverlässig, diszipliniert, technisch versiert gilt? Also gilt der Deutsche als Mann der Lösungen da? Oder wie ist das Ansehen? Also das Ansehen deutscher Umweltpolitik und Umwelttechnik ist sehr hoch. Gar keine Frage. Im besonderen Bereich, was mich betrifft, verbindet man da die Kreislaufwirtschaft, wie Sie es nennen, Circular Economy. Sie nennen es chinesisch, aber das will ich heute mal leihen lassen. Das heißt, dass wir also nicht mehr Abfälle haben, dass wir die Kreisläufe schließen. Das ist für so ein Land von zentraler Bedeutung. Dazu muss man vielleicht sagen, Sie haben Deutschland den grünen Punkt geschenkt. Ja. Die einen sagen geschenkt und die anderen sagen, haben sie dazu verdonnert. Aber Sie haben ein neues Hobby erfunden. Die Deutschen sind die Mülltrenner der Welt. Wir müssen uns wirklich auch bei den vielen in Deutschland bedanken, die das wirklich großartig aufgegriffen haben. Und wir haben gesehen, dass auf einmal neue Techniken kommen. Was konnte man früher mit gebrauchten Kunststoff machen? Gar nichts. Heute haben wir automatische Sortieranlagen entwickelt, die wir in die ganze Welt verkaufen. Wir haben die Möglichkeiten, sortenreinen Kunststoff wieder aufzuarbeiten. Das fasziniert China. Die haben jetzt, so wie wir ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, haben die ein Circular Economy Law. Die Frage, wie kriegen wir eine Circular Economy hin, steht ganz hoch. Darüber spricht der Staatspräsident. Also wir exportieren den grünen Punkt nach China. Sie machen eine Lösung nach chinesischer Schwerpunktsetzung. Die kopieren nicht eins zu eins, aber die Grundüberlegung, dass man die Produzenten verantwortlich machen für das Produkt, von der Wiege bis zur Wiege, bis das neue Produkt wieder da ist. Diese Überlegung ist da sehr, sehr genau aufgenommen worden und wird umgesetzt. Wiederum auch der Umwelt wegen, aber vornehmlich der ökonomischen Konsequenzen. Das muss sich lohnen. Man spart unglaublich an Rohstoffen, die man sonst heranziehen müsste. Also solche Dinge sind sehr gefragt und sind auch aufgenommen. Das ist nicht nur, dass man schöne Vorträge da hält. Dafür sind die Chinesen in diesem rasanten Prozess wirtschaftlicher Entwicklung viel zu ungeduldig, als dass sie da nur drüber diskutieren. Sie wollen es umgesetzt wissen, bis hin zu einer
niedrigen, kohlenstoffarmen Wirtschaftsstruktur, Low Carbon Economy. Das ist Staatsprogramm. Das wird umgesetzt. Ist es jetzt so, dass die Chinesen da schon fast einen Schritt weiter sind als manche europäische Staaten? Also gerade aufgrund des hohen Veränderungsdrucks? Sie bemühen sich außerordentlich, in diesen neuen grünen Technologien wirklich mit in die Weltspitze hineinzukommen. Sie sind heute das Land, wo die meiste Solartechnik produziert wird. Sie sind das Land, das jährlich den Anteil der Windenergie verdoppelt. Also wirklich ein gewaltiger Schub in der Windenergie. Sie machen sich sehr viel Gedanken, wie kann man Kohle weniger klimaschädlich nutzen. Denn sie werden auf lange Zeit noch auf Kohle angewiesen sein. Bauen ja auch noch pausenlos neue Kohlekraftwerke. Das ist ja die einzige Energiequelle, die sie zu Hause nennenswert haben, wenn sie von der sehr breiten, aber auch sehr problematischen Wasserkraft mal absehen, die ja nun auch eine ganz große Rolle in China spielt. Also man sieht, vieles von dem, was wir für unsere Verhältnisse richtig weiterentwickelt haben, hat immer die Verbindung von Umwelt und wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Notwendigkeit gehabt. Und genau das kommt jetzt sehr viel stärker dort auch. Man sieht, dass man nicht permanent und auf Dauer auf Kosten der Natur Wohlstand steigern kann. Klaus Töpfer, wir sind schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Unser knallhartes, typisch Deutschspiel wartet noch auf Sie. Sie kriegen zwei Antwortmöglichkeiten und müssen sich blitzschnell für eine entscheiden. Oh, Kohl oder Merkel? Merkel nach Kohl. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Wo schwimmen Sie lieber, im Rhein oder in Ihrem Heimatfluss in der Weser? Im Augenblick schwimme ich lieber in unserer Badeanstalt oder bei unserem Ferienhaus in der Türkei. Aber wenn schon, dann lieber in der Weser. Skat oder Fußball? Skat. Wein oder Bier? Wein. Auto oder Fahrrad? Bei letzten noch Wein und Bier nacheinander. Auto oder Fahrrad? Fahrrad, aber vor allen Dingen Bahn. Das sagt der frühere Umweltminister Klaus Töpfer. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Klaus Töpfer. Wir haben gesprochen über den Schutz der Umwelt, Stadtplanung und Skat. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank und bis dahin.